Hallo, hier ist bin Shubiyama Nakum und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Doom 4. Die zwei Typen habe ich gekillt. Die waren ziemlich heftig. Also wirklich heftig. Aber damit können wir in den nächsten Part starten. Und ich hoffe, ihr habt auch so Bock wie ich. Also, wir lesen kurz. Du bist ins Herz des UAC-Kults vorgedrungen. Die Lazarus-Labore. Hier hat Olivia die Dämonen freigelassen und die Lazarus-Welle aktiviert. Okay, mehr brauche ich gar nicht lesen. Das heißt, Action, Action, Action. Also, wir sind jetzt im Part Lazarus gelandet. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was uns hier erwartet. Der Helixstein befindet sich in Olivias Privatlabor. Nur wenige haben ihn je gesehen. Aber wenn du nicht grundlos zu uns gekommen bist, kannst du vielleicht etwas erkennen, was wir übersehen haben. Schließe das Portal, ist die Aufgabe. Okay. Gehen erstmal auf Nummer sicher. Kurz einmal reinlinsen. So. Energie aufladen. Es ist kein Zufall, dass wir ihn gefunden haben. Die Dämonen haben seine Rückkehr vorhergesehen. Wenn er aufwacht, könnte er die ganze Mission gefährden. Er ist der Einzige, der es mit ihnen aufnehmen kann. Natürlich bin ich der Einzige. Es wird eine offene Diskussion geben, um Fragen und Bedenken wegen der Verwendung auszuräumen. Melden Sie sich um 1400 Uhr in der Kapelle. Bitte speichern Sie zuvor Ihren Arbeitsfortschritt. Da fällt mir übrigens gerade ein, dass ich fast nie Granaten einsetze. Warum eigentlich nicht? Apropos Granaten, wo setze ich die denn ein? Granatenwerfen, Maus und Tastatur. Tastenbelegung, Seitenschritt, bla bla bla, Kettensäge, bla 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 bla. Ghostgewehr, Chaingun, wo sind die Granaten? Leute, wo sind die Granaten? Welcher Taste? Ich weiß, ich habe die ganz am Anfang mal eingesetzt, aber ich weiß es ehrlich gerade nicht. Waffenmod? Ja, nee. Waffenrad halten. Okay. Ja, super. Ich teste kurz was. Ha! Einfach die mittlere Maustaste halten. Sollte ihr Glaube wanken?